Here now, again, I make a summary. Here now you can use the so-called possessive pronoun. And I told you, you can use this in nominative, accusative and dative here. The genitive I don't touch, I come pretty much later to this. You can more clear and closer explain. For example, ich gehe mit meinem kleinen alten Onkel. So I was giving you already the explanation, mit is a dative. The first part you have to put in the dative, and the dative is followed up in here, for example, adjective use with accusative ending en. It's a rule. Ich gehe mit meiner kleinen kranken Tante. Ich gehe mit meinem kleinen netten Kind. Ich gehe mit deinem kleinen alten Onkel. Ich gehe mit deiner kleinen kranken Tante. Ich gehe mit deinem kleinen netten Kind. Ich gehe mit seinem alten kleinen Onkel, kleinen alten. Ich gehe mit seiner kleinen kranken Tante. Ich gehe mit seinem kleinen netten Kind. So this is here the possessive I told you, maybe mein, dein, sein. And here, now we have to put this in the negative. Ich gehe mit keinem kleinen alten Onkel. Ich gehe mit keiner kleinen kranken Tante. Ich gehe mit keinem kleinen netten Kind. This here, all I use in the singular way. But of course, we have also the plural from uncle, with like uncles or aunts. Aunt, aunts, kid, child, children. So here we have to use, of course, die in plural, dative becomes den. So how to use this? This also gives a problem. I come to the next part.